Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Jawohl, wir werden heute mal was anderes machen, als wir hier an unserer Vault weiterzubauen. Wir können eh noch ein bisschen Schrott gebrauchen und die Grundmauern stehen immerhin schon mal. Ist ja nicht so schlecht. Ich dachte mir, wir werden... Oh. Auf jeden Fall, Edda, vor allem mit deiner Angriffsstärke. Und ich dachte mir, wir werden heute mal ein bisschen questen. Hi. Servus. Geht's? Ich bin gut. Aber eins muss ich trotzdem noch bauen, weil ich gerade das schon anbieten würde, wenn wir halt die Ressourcen dafür haben. Würdest du bitte? Danke. Und zwar. Na, nicht du. Ach, wo war das jetzt noch schnell? War das hier dabei? Ja. Die Power-Rüstungsstation, die würde ich gerne haben. Ich werde sie nur mal provisorisch da so herstellen. So, zack. Weil ich möchte gern die Power-Rüstung reparieren. Ich hoffe, das geht sich... Na, geht sie nicht aus, ne? Oh, wie schade. Hätte ich sie müssen hier herstellen. Hier im Eck würde es dann passen. Warte. Ich bin neu hier. Dann muss ich sie jetzt nicht anziehen oder ausziehen. Warte mal kurz. Na, nicht so. Du sollst das Baumenü öffnen. Ja. Ich will nur schnell die Rüstung reparieren, weil die hat schon ein bisschen was abbekommen, ganz ehrlich gesagt. Und ich hoffe, dass wenn ich es so mache, dass wir die jetzt benutzen dürfen. Ja, super, dass wir die benutzen dürfen, wollte ich sagen. Ich möchte reparieren. Jo, ich weiß es. Und auch hier. Wir werden natürlich auch gleich ausrüsten. Rüsten aus und auch hier gleich alles reparieren. So, ist gescheiter. Gleich schön alles reparieren. Fein. Prima. Jo. Und gleich einsteigen. Ich möchte einsteigen. Was tust du denn da, Mädel? Ich will einsteigen. So, ja. Hü-hüps. Passt. Ding und Licht und so. Gut, servus. Ich möchte gerne questen. Das haben wir was anderes. Du, uns haben wir, glaube ich, 5 oder 6 oder 20 Baufolgen gemacht. Ich glaube, 20 waren es. Und das reicht jetzt mal im Moment. So gesehen ist die Vault 88 schon abgeschlossen, questmäßig. Aber eben noch nicht bautechnisch. Das macht ja nichts, da können wir mal später wieder eine Baufolge machen oder eine Bausession, dass wir sagen, okay, 3 Folgen bauen wir, 3 Folgen machen wir Quests zum Beispiel, dass wir auch im Spiel vorwärts kommen, sonst hängen wir da noch bei Bar 300 rum und das in der Vault und haben vom Rest des Spiels noch gar nichts gesehen. Ja, wenn ich da meine Baulust, sage ich jetzt mal, zum Vollen ausschöpfe, dann werde ich bald ein Problemchen kriegen mit den Parts, wirklich wahr. Dann habe ich wahrscheinlich 20 Parts nur hier verbracht. Oder halt 100. Gut. Ich wiederhole mich. Katzenkalender. Lade bitte, mein Freund. Herr Ladebalken. Danke. Aha, da schwitzt schon wieder rum. Ein Hubschrauber. Gut. Ja, alles radioaktiv wieder mal. So, ich gehe mal ein Stück nach oben. Ich hoffe, dass es damit dann aufhört. Questbedingt. Ich möchte gerne eine sehr alte Quest jetzt mal fertig machen. Eine wirklich alte Quest. Und zwar, wo war sie denn? Ach, ist es bei Sonstiges dabei gewesen? Räder Außenposten, ja, das lasse ich auch mal über. Auch Sachen. Kleber aus Pier der Wüstendingens. Nenü, wo war denn das? Die alte Waffe. Genau. Verschafft dir Zugang zur Waffenkammer der Burg. Ich bin nämlich doof gewesen die ganze Zeit. Ihr werdet es euch eh schon länger am Kopf hauen. Wegen mir. Ich hoffe jetzt auch mal, dass die Minutemen mich nicht umbringen werden.
Weil wir jetzt der Overboss mittlerweile sind. Entschuldigung. Da habe ich doch glatt ein Hüstelchen im Hals. So. Ja, denn das Ganze hier geht ja sehr einfach, wie wir es eben schon mit den Müll- und Schrotthaufen im Vault 88 gemacht haben. Einfach das Baumenü einschalten und das Ganze verwerten. Ja, damals als junge Fallout-Spielerin habe ich ja nicht gewusst, was ich tun muss. Ja. Es ist nur eine Ausrede. Was? Das ist keine Ausrede. Ich meine das ernst. Ich hatte wirklich keinen Schimmer. Irgendwie ist hier kein Old Minutemen sind eh noch da. Ist wahrscheinlich nur Preston sauer auf uns, wenn wir Glück haben. Warte, war das jetzt nicht hier drüben? War das nicht hier drüben? Na, da bin ich verkehrt, ne? Wieder mal. Es ist 21 Uhr. Dann war es da herüber. Hallo! Hey General! Mei, Gott sei Dank, die sind nicht böse auf mich. Servus! Und zwar hier. Das hier. Das machen wir mit. Begib dich zu Finch irgendwas. Ich glaube, da geht die Post ab. Ich mache mir das ganz fix mal weg, dass ihr seht, was ich meine. Siehst du, Schutt. Einfach mit verwerten. Dann kriegst du einen Haufen Beton. Und die Geschichte ist schon fertig. Schau mal. Wow, da können wir dann schon betreten. Finch Ranch, wie, was, wo ist die denn? Ich will da raus. Gehen wir da runter und schauen, ob es noch einen Weg hindurch gibt. Ja, gleich. Ich habe immer so einen Hunger. Okay. Welche Dings weiß, ist jetzt bedroht? Daten? Warte kurz. Füllü, sonstiges vielleicht. Hallo, irgendwas war da gerade. Wo ist denn das? Wo bist denn du? Das hätten sie wenigstens bei sonstiges reinpacken können. Das ist ja nicht wild. Oder haben wir jetzt einfach hier irgendwas ausgelöst? Wahrscheinlich gerade. Nö. Scheiße. Auf der Karte wird mir jetzt dummerweise auch nichts mehr angezeigt. Das ist wieder super. Dann machen wir halt hier weiter. Finch-Dings. Ich weiß ja nicht, wo die alle sind. So, Burgtunnel. Machen wir halt hier dabei weiter. Na wo? Ah, jetzt. Mit ein bisschen Glück sagen sie es uns nochmal. Aber wahrscheinlich erst dann, wenn das Ganze zerstört ist. Ja. Wie, Hirnpilze. Was? Pass besser auf, wo du hintrittst. Zum Glück sind meine Lufteinlassöffnungen mit Staubfiltern ausgestattet. Jupp, wir müssen hier nämlich wirklich aufpassen, weil es ist alles voll mit Minen. Wow. Wirklich, das ist alles voll mit Minen. Ihr müsst da richtig aufpassen. Woher ich das weiß? Nein, ich habe nicht nachgelesen. Nein. Aus lauter Verzweiflung. Nein. Nein, nein, nein. Wer will denn das bitte machen? So. Schön. So. Ja, gut. Ist hier sonst irgendwas von Werten an du, ne? Und was ist da? Was war da? Eine optische Täuschung. So langsam. 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 Entschärfen und mitnehmen. Fragt mich nicht, warum hier alles voll mit Minen ist. Es ist halt einfach so. Sicherheitsmaßnahmen. Servus, Gnädige. Sicherheitsmaßnahmen. Aha, da ist wieder definitiv Verseuchung Optimum. Leute, hat gerade irgendwas gequietscht im Hintergrund. Ich dachte schon, dass es hier gleich Rampazamba geben wird. Kanonenkugeln. Aha. Na, großartig. Zementsackel. C-Fix noch einmal. Was? Mei. Ich glaube, die ist kaputt. Wo kommst du her? Ja, eigentlich schon. Also sofern wir halt mit Zement was anfangen können, aber ich glaube schon, da unten ist nichts mehr. Alle hopp. Alle hopp, da oben ist auch nichts mehr. In den Kisten vielleicht? Kann man eh nicht bewegen. Okay.
da kommt schon die Vegetation durch. Langsam, schärfen, zack, ja. Yeah. So. Da drüben, hallo. Hier geht's eigentlich nur um die Ecke, ne? Aha, da haben wir was, schau mal. Keine Munition verschwendet. Eta! Oh, sie schützt mich wenigstens, sie ist echt lieb. Da darf man echt nichts motzen. La lila. War, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ui. Jetzt diesmal, ich habe jetzt gerade nicht gesehen. Hallo. Herrschaft. Der Eimer. Da ist auch eine. Die habe ich jetzt echt nicht gesehen. I'm sorry. Es tut mir so leid. Böse Zocki. Ich weiß. Immer schimpft sie mit mir. Da. Eine Fusionszelle. Du bist ein Langfinger? Ah. Ein Dieb. Erschieß sie. Boah. Supi. Gut. Wow, das sind viele Schwammerler. Leuchtende Pilze. Das sind sicher was für einen Alchemietisch, oder? Ich habe noch nie den Alchemietisch ausprobiert, fällt mir gerade ein. Da kann man sicher viel effektiver kämpfen, dann, wenn man sich so ein Zeug reinhaut, aber ja. Ich habe das noch nie getan. So richtig gescheit. War da jetzt was? Es hat gerade so ausgeschaut, als wenn da was gewesen wäre. Ah, da. Ist eine Sicherung. Ein Sieb. Noch ein Zementsack. Wieso brauchen die so viele Zementsäcke? Wollten die noch was maubern? Hallo, Fusionskern. Du bist mein. Mine, Mine, Mine. Seltsam. Meine Audiosensoren empfangen hier fast nichts. Weil auch nichts hier ist. Gepfeffert, Entschuldigung. Da. Ah, Ruhe ist. Jetzt beleidige ich kurz mal Adam. Nicht mal böse gemeint und war doch nur eine Erklärung, warum die Sensoren da nichts empfangen und schon haut mir das Spiel raus, ne? Kleine Strafen. Wie geht das? Kleine Sünden bestraft der Gott sofort, ne? Oder so irgendwie. In dem Fall der Fallout-Gott, wie mir scheint. War. Gut, das war knapp. Ich bin schon wieder zu ungestüm. Ah, da drüben. Richtig, ist ein Wachbot. Der ist ich auch. Hätte nie gedacht, dass der Sarg noch hier unten ist. Jojo, der was. Schön, dass du an sowas nicht denkst, gnädigste. Die grünen Einheiten sind kaputt. Aufpassen! Und kurz Fix. Ah. Yes, Sasa, das da, ta. Ist sie schon gut? Immer diese Dramatik erst. So, da brennt er schön. Eine Messinglampe, die nehmen wir gerne mit. Ein alter Hut. Das ist doch nur ein alter Hut. Musst du so einen Sauhaufen machen, du Gerät? Ich habe schon gedacht, das ist ein Fatman. Dabei scheint das nur so ein Roboterarm zu sein. Nein, die ist davon. Ich habe schon gedacht, da redet ein Roboter. Das war's nicht. Für das Kammernwort. Verdammt, ist so lange her. Vereint stehen wir. Mhm. Ja, das war's. Geht's jetzt? Hi. Du machst deinen Job, ich meinen. Ja, können wir dann was machen? Gibt's da vielleicht einen? Nö. Na komm, Edda, da tue ich. Oh. General McGann. Plasmakartusche. 100 Fusionszellen, 3. Kurze. Das ist. Ja.
Lasermusketen, Minuteman, Generalshut, Minuteman, Generalsuniform, boah, das war echt was für uns. Festgesessen haben, als die Meeresbiester die Burg angegriffen haben. Ja. Aber immerhin hat er dafür gesorgt, dass die Waffenkammer sicher geblieben ist. Ja, und hat sich viel zum Saufen mitgebracht. Dir, wenn du sie haben willst. Der alte Knack. Wird sie nicht mehr brauchen, ja klar. So, was haben wir denn da? Als General McGann ist angemeldet, der Benutzer. Benutzeraufzeichnungen, was haben wir denn da? Angriff in der Nacht. Letzte Nacht wurde ich gegen 0200 von einem Schlag geweckt, der die ganze Burg erzittern ließ. Lieutenant Forster hat berichtet, dass eine riesige Kreatur die westliche Mauer durchbrochen hat. Ich habe ihn gebeten, per Funk Verstärkung zu rufen, während ich durch die Tunnel ging, um die Waffenkammer zu verschließen. Kurz darauf brachte ein weiterer Schlag den einzigen anderen Ausgang aus dem Tunnel zum Einstürzen. Eigentlich ist nur ein Behemoth in der Lage, solchen Schaden anzurichten. Falls aber Supermutanten in den Hof eingedrungen sind, darf ich nicht riskieren, dass die Artillerie ihnen in die Hände fällt. Ich kann jetzt nur für gute Verteidigung sorgen und darauf warten, dass mich jemand ausgräbt. Ups, ich glaube, wir sind da ein bisschen zu spät dran. Der Arm ist ganz schön verdorrt. Meine Position verstärkt. Wir haben den Kampf eindeutig verloren. Ich habe etwas gegen die Panzertür hämmern gehört. Doch bevor die Tür nachgibt, werden die Wände einstürzen. Für den Fall, dass jemand versucht, den Schutt vor meinem Quartier wegzuräumen, habe ich alles an Verteidigung aktiviert, was hier unten zu finden war. Mir behagt es nicht, dass Supermutanten unsere Artillerie gegen hilflose Siedlungen einsetzen könnten. Mir geht zwar langsam das Wasser aus, aber ich hoffe, dass sich die Überlebenden neu formieren und rechtzeitig einen Gegenangriff durchführen werden. Naja, letzter Eintrag. Na, großartig. Ja, das ist wahrscheinlich mein letzter Eintrag, ne? Meine Vorräte sind aufgebraucht und ich habe jegliche Hoffnung auf Rettung verloren. Das Einzige, was noch übrig ist, ist eine alte Kiste Wein, die ich gefunden habe. Ich weiß, dass der Wein die Dehydrierung verstärken wird, aber mir ist es lieber, dem Tod mit einem guten Tropfen zuzuprosten. General McGann, Commonwealth Minuteman. Oh, Entschuldigung, falsche Taste. Da. Und dann haben wir noch Sicherheitstürsteuerung. Tür schließen? Warum schließen? Na, Blödsinn. Aktivieren. Nicht mehr. Ruhe in Frieden, Chang Chang, jetzt ist dein Kampf ist zu Ende. Ja, Entschuldigung. Das war wieder mal zu schnell geklickt. Natürlich öffnen. Da. Huch. Die Minuteman bestehen weiter. Mir tut's gerade echt leid für Preston. Was ist denn da? Die vor 40 Jahren passiert ist. Komm, wir sind fast durch. Haben die da jemanden eingemauert? Jetzt her auf. Wie hätte der Mittermeier schon wieder gesagt? Ja, das sind österreichische Keller. Boah. Hör auf. Nix wird aus hier. Vielleicht hat er auch nur einfach einen Freund gebraucht zum Quatschen, weißt du? Kann ja auch sein. Bau, bau, bau. Licht. Ich glaube da. Yes! Mua. Läuft! Wir sind wieder frei. Was haben wir denn noch hier? Oh. Oh. Das nehmen wir alles mit. Mit. Gar keine Diskussion. Denn da kann wieder köstliche Omas Gemüsesuppe draus machen, wenn wir nicht das Wasser für was anderes brauchen. Die Waffenkammer ist doch nicht. Hier finden wir alles, was wir brauchen. Und das sagen wir hier. Baupläne für Artillerie. Okay, was sind das für ein Stofffetzen?
Oh, Artilleriebaupläne sind das. Oh, Entschuldigung. Und jetzt? Artillerie? Bin mir nicht sicher, ob es sich gelohnt hat. Das ist großartig. Das war's schon? Nö, Artillerie? Große, dicke Kanonen? Kilometerweit entfernte Gegner wegpusten? Klingelt's da? Okay, gehen wir. Kapum. Vergiss nicht, auch ein paar Rauchgranaten mitzunehmen. Ei, Chefin. Jawohl, gnädige Frau. Edda, halt. Mädel, stopp. Edda, bleib da. Bitte. Edda. Danke. Bitte nehmen Sie Ihre Komponenten, Ma'am. Boah, die hat einen Arm, oder? Das schaut aus. Edda. Ich helfe gerne weiter, wenn ich kann. Du musst mir schleppen helfen. So, die würde ich sagen, die Rauchgranaten soll man noch behalten, hat sie gemeint, ne? Dann kriegt sie mal die ganzen Splittergeschichten hier. Die kannst du aber auch haben. Die auch. Kleidung. Abgenutzte Filzhut, das ist genau das, was der Ding anhat, ne? Aber die wird mir schon gut gefallen. Boah, die gibt gar nicht wenig Rüstung, schau mal, aber ob die... Boah, die wäre halt echt cool irgendwie, ne? Das anzuziehen. Ich glaube, ich werde dann unser Kostüm ein bisschen verändern. Oh, freu. So, ich würde sagen Schrott noch, ne? Den kannst du alles haben. La li la li la la la. So, Zementsackel und Öl. Das passt aber, können wir wieder schleppen. Danke, Edda. Das Coole bei einem Roboter ist, dass die sich niemals beschweren werden, wenn sie zu viel tragen müssen. Kupfer hinzugefügt. Aha. Tesla-Spulen. Tesla-Proben. Ach so. Ah, jetzt soll ich verstehen tun. Ah. Da Mini-Atombömpchen, Lasermusketen, ein Haufen. Dann hier Brennstoff-Dingens, Fusionszellen-Dingens. Oh, ist gut. Gutes Regal. Und hier noch was. Nope. Fertig, sind wir. Gut. Lalila, Hallöchen, Popöchen. Und jetzt noch nächste. Achso, hier geht's. Hättest du alles, was wir brauchen. Sobald du die Artillerie gebaut hast, machen wir ein paar Probeschüsse, um sie zu kalibrieren. Und das mache ich wie? Da oben? Komm hier ruf. Mir wäre schon fast lieb, die Wand wieder wieder zusammenzubauen, ne? Da drüben, oder? Lauf mal ein Stück. Du bist nett, ne? Können wir dich verschrotten? Ja, den können wir wegräumen. Ich freue mich. Verwerten. Verwerten. R. Mit R. Ja, geht ja. Dass wir wieder Platz haben, ne? Jetzt müssen wir einfach hier so eine Artillerie bauen, einfach so in so einem Graben rein und das passt dann. Dann würde ich nämlich die Mitte wählen. Alle hopp, alle hopp, alle hopp, 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 alle hopp, alle hopp, alle hopp, hopp, hopp. Dann würde ich sie hier wählen. Was ist das? Spezial. Artillerie-Dingens gelöt. Dann würde ich sie echt so probieren. So, schön hoch. Ich würde sagen, so wäre sie hübsch, oder? Sollen wir wirklich drei bauen? Wir können ja wirklich drei bauen. La, 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 lila. La, lila, lila. La, la. La lila, die werde ich so hinbauen. La 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 lila, la lila la la la. Oder vielleicht auch doch nicht, vielleicht auch lieber so. Tra la la lila, la lila li boom. Tra la la lila, tra lila lila boom. La 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 lila, la lila lila. Noch einmal hier hin und da macht sie boom. Ich würde sagen, so, ha? Hm, hm, hm?
So in die Richtung. Yeah! La, 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 lila. Vielleicht auch da drüben. Da hätte noch eine Platz. Ach, wie ist das schön. Da, so. Da, da, da. Ram die da. Ich würde sagen, so. Boom. Da drüben hätte auch noch eine Platz, ne? Kreuzkruzitürken. Hui. Boah. Die haben nichts zu essen. Boah, auf die habe ich gar nicht gut geschaut, ne? Da war ich ja noch eine junge Fallout-Spielerin. Woher sollte ich denn das bitte wissen? Das weiß man, du Choppel. Ja, ja. Ihr vielleicht, aber ich doch nicht. So vielleicht? Oh, Da, Ha. Jetzt müsste überall eine sein. Ah, die kann man eh drehen. Oh, das passt dann eh. Mua. Da drüben ist jetzt eine, da drüben in jeder Ecke ist jetzt einer, ne? Ich glaube, das passt jetzt schon so. Du liegst auch noch da, Schnucki. Und die Fliegen sind schon bei dir. Naja. Blöd gelaufen. So, und wo ist es, die Gnädigste? Hallo? Haben wir was zum Essen dabei, wo ich gerade so Ressourcen essen? Ja, ich habe viel dabei, ja. Nämlich gar nichts. Wenn ich jetzt nicht mit irgendjemandem handeln kann, schaut das ein bisschen blöd aus. Hallo, wo ist denn die jetzt hin? Darüber. Du, da kommt schlechtes Wetter. Wie? Das haben wir nicht fertig? Jetzt haben wir eh schon 5 gebaut. Was fehlt denn noch? Müssen wir vielleicht noch eine 6. bauen oder was? Platziere Artillerie auf der Burg und weise jemanden zu. Ah, jene zu bedienen. Ach so, ja, Entschuldigung. Natürlich. Ich suche einen Freiwilligen. Alle Mann stillgestanden. Boah, da kommt schönes Wetter. Hui, caramba. Weißt du was? Ich mach das mit dir. Du? Hast du ihn gehauen? Du? Ich hoffe, das geht. Wie kommt die da eigentlich hoch? Hui. Evil. Ja. So. Das hat super hingehauen. Sie geht anscheinend nicht. Der mit dem Radio geht scheinbar auch nicht. Sind hier nur 2 Leute? 4 sind. Wo sind die anderen? Pennen gegangen oder was? Hallo? Was ist denn das bitte für eine Moral, meine Herren? Freilich ist der Pennen gegangen. Du Kerl. Warte. Da konnte ich doch. Ja. So. Bravo. Sprich mit Ronnie. Frau Ronnie. Jetzt, du sollst laufen, bitte. Servus. Mann, tut echt gut, hier wieder Artillerie zu sehen. Okay, es gibt nur einen Haken. Große Kanonen können nicht auf nahe Ziele schießen, aber ihre Reichweite ist beeindruckend. Deshalb haben wir die Rauchgranaten mitgenommen. Wirf eine der Granaten auf die bösen Jungs. Wenn wir Artillerie in Reichweite haben, bestätigen wir über Funk und feuern auf das mit Rauch markierte Ziel. Aber zuerst sollten wir ein paar Probeschüsse machen, damit bitte, wir später ja auch das treffen, was wir anvisiert haben. Siehst du das kleine Gebäude da drüben? Das nehmen wir als Zielpunkt. Ist stell dein Funkgerät auf die Frequenz von Radio Freedom ein, damit wir bestätigen können, dass wir bereit sind. Radio Freedom. So. Begib dich zum Zielort hin. Okay, General. Wenn du mich hören kannst, sind wir bereit. Wirf eine der Rauchgranaten ins Testgebiet, damit wir mit dem Probeschüssen anfangen können. Meinen Sie dieses oder dieses? Ich glaube dieses hier, oder?
Ich habe schon wieder vergessen, wie man Rauchgranaten schmeißt. Na, so nett. Wow. Ich wollte die Rauchgranate schmeißen. Okay, so nicht. Dann nehme ich nur die Waffe. Warte mal. Vielleicht muss ich sie ja ausrüsten. So. Ah! Ja. Hat das hingehauen? Achso, ich tue das so schlagen. Oh, Entschuldigung. Scheiße, wie geht denn das jetzt? Das war eine eigene Taste, fürchte ich, ne? Großartig. Halt, 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 stopp. Aha, Common Word. Unsere Raider kriegen wieder Sachen. Die ist es nicht, die ist es auch nicht, das auch nicht. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie mit einer Granate geschmissen. Aber wir sind scheinbar richtig. Gibt es da irgendwie... Ja, ich weiß, ich stelle mich wieder an wie der letzte Depp. Ich weiß. Wieso? Hoppla. Wieso kann man das nicht mit der normalen Angriffstaste tätigen? Oh. Ja, schon gut. Aha, das ist wieder Kampfdings. Vielleicht mit 1? Keine Sorge, Mel. Oh, nein. Ich werde alles tun, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Das ist sehr nett. Kannst du mir vielleicht eine Anweisung es ist 4 Uhr. Geben? Im Moment liegen keine Meldungen vor. Wir halten euch auf dem Laufenden. Eine Waffe Dings schmeißen kann? Wir senden rund um die Uhr und im gesamten Commonwealth. Wir halten euch auf dem Laufenden. Mit der Alt-Taste geht's. Okay, hallo, kannst schießen. Ich gehe mal meinen Weg. Was ist das richtige Haus? Okay. Wir sind genau auf meinem Ziel. Du solltest vielleicht etwas zurückgehen, für alle Fans. Ich bin schon weg. Alter! Wie viele verschießt es noch? Habt ihr keine Muni mehr? Hallo, gnädigste. Habe ich das Ding falsch gesetzt? Das sieht gut aus. Oh, gut. Hier steht jetzt Artillerieunterstützung zur Verfügung. Setz sie mit Bedacht ein. Jennifer. Danke. Moment. Heißt das, wir hätten das für die Siedlung nehmen können? Gescheiße. Wir müssen zu Preston. Jetzt wollte ich schon sagen, der Part ist zu Ende, weil ich immer vor 30 Minuten aufnehme. Nein, noch nicht. Wir haben noch, ja, knapp 6 Minuten. Vielleicht mag Preston uns ja jetzt wieder ein bisschen halt. Dann haben wir mal die Quest auch geschafft. Ist ja nicht zu fassen, oder? Ich primel, ich blöde. Es ist halt echt. Naja. Nochmal 100 Parts oder so zurückdrehen und dann hätte es gepasst.
Hi, Preston. Ich muss wirklich sagen, du hast das Blatt der Minutemen echt gewendet, Chandler. Schon, gell? Ich hätte nicht gedacht, dass ich es noch erlebe, dass die Minutemen wieder Artillerieunterstützung haben. Wir sollten zusehen, dass wir in allen unseren Siedlungen was Entsprechendes aufbauen, um die Abdeckung zu verbessern. Und Ronnie Shaw ist zurück. Sie ist wirklich was Besonderes, oder? Alles ruhig im Commonwealth. Passt auf euch auf da draußen. Alte Waffen. Was hältst du von ihr? Kennt die Burg. Ich mag sie. Geht auf die Nerven, war gemeint. Na, was hältst du von ihr? Was hältst du von ihr? Die Leute mögen sie. Sie wirkt ziemlich abgebrüht, aber sie ist eine von den Guten. Ich habe von Veteranen Geschichten über sie gehört, aber ich wusste nicht, dass sie noch am Leben ist. Die Tatsache, dass sie zu den Minutemen zurückgekehrt ist, bedeutet, dass wir es irgendwie richtig gemacht haben. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Yay! Cool, 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 cool. Ich muss mich mal kurz ausziehen. Was? Nein, ich möchte gern das Outfit ein bisschen ändern. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich die Rüstung tragen darf. Wenn jemand sein Leben bekommt. Ich bin verdammt erfolgreich. Ja, das wissen wir schon. Zuerst einmal den gesamten Schrott weg. So, dann können wir mal leichter gehen. Oder auch nicht. Was haben wir denn noch dafür, Grafel? Die Rauchgranaten, die Schnügern. Ein Fatman, doch, wir haben doch irgendwo einen Fatman gegabelt. Boah, Schuss von dem haben wir noch. Die Minutemen-Sachen will ich behalten, wie gesagt. Die legendäre Vault-Geschichte, die würde ich mal derweil wegtun. So. Vault-Anzüge. Hallo, ihr hört Radio auch Freedom, den Sender für das gesamte Commonwealth. So. Keine Meldungen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Das Wasser können wir wegtun, das Blutpaket. Du musst jetzt mal schnell ausmüllen. Hirnpilze. Die kann man essen eigentlich? Nein, das ist sicher für Alchemie, also für Dingsgelöt. Fürs Labortischchen. So, lalala, lalala. Vor allem die armen Schweine, dort bräuchten mal dringend was zu futtern, ne? Da muss ich dann mal was vorbeibringen und da mal was aufbauen. So, Zuckerbümchen. Und Wasser hatten die, glaube ich, auch keins, ne? Die armen Schweine. Warte mal, da werden wir gleich auf Hilfsmittelchen gehen, tun. Haben wir hier irgendwo was zum Anbauen? Ja, ein bisschen Mais. Da werden wir gleich, ich würde sagen, nehmen wir 3 mit. Dann, was hätten wir denn noch Gutes? Eine Tao, die nehmen wir mit. Traubenmentas, ja. Weintrauben wären auch was Leckeres. Wilder Mais, kann der eigentlich auch so wachsen? Ich habe keine Ahnung, ich will es gerne mal ausprobieren, ehrlich gesagt. Aber auch hier was mitnehmen. Scheint wirklich was zu werden. Ja. Ich weiß immer noch nicht, wo das Klo ist. Also zum Bauen. Sag einfach Bescheid, wenn du ein kleines Kämmhäuschen einlegen willst. Radio Freedom. So, das nehmen wir auch mit. Jetzt müssen wir gleich von allen Sorten etwas haben. So, und jetzt muss ich nichts. Alles okay. Kleidung. Ich will den Filzhut haben, das und jenes. Ja, ich habe schon befürchtet, ich darf dafür die Sachen nicht mehr tragen. Huch. Das wollte ich so jetzt gerade nicht. Ich wollte nur mal zeigen, wie das ausschaut, eigentlich. Ich hab doch gesagt, Sanctuary würde wachsen. Wir schauen ein bisschen aus wie Hancock, oder? Die alten Zeiten, ha? Gut, wir werden uns trotzdem wieder umrüsten, weil wir eben auch die Taschen brauchen, die dieses Zeug da mit dabei hat. Also, wo... Halt, falsch, hier bin ich daheim. So. Das heißt, wir müssen anziehen. Nanü? Ah, da. Das da.
das hier. Das, das. Ich tue das weglegen, ich bin so dämlich. Ich bin so dämlich, lalila. Mit Taschen, wie wunderbar. La da di da da di dam di dam. Ah, ja. Na, wo seid ihr jetzt alle? Vielleicht kann ich ja mal was anderes auch anziehen. Irgendwas mit Taschen, was vielleicht einen besseren Effekt hätte oder so. Warst du das? Ich glaube ja, ne? Poliert, poliert. Das dürfte schon dieses Zeug sein. So, ja. Hilfsmittelchen Hammer. Mods, genau. Mods können wir auch schon mal. So, so und so. Das müsste passen. Edda. Ich muss mich mal anziehen. So, also. Passt auf euch auf da draußen. Also. Nanu? Hä? Ah, ich habe das eine. Nein, ich bin so dämlich. Ich habe das eine Ding noch vergessen. Diese Jeans da. Kleidung. Ach, Gottchen. War es das, glaube ich, ne? Grrr. So. So. Chuck, Chuck, Chuck und Chuck. So. Vier mehr Trage-Dingens. Naja, ist. Oh! Es ist zwar ein anderes Kostüm, also Kostüm nicht, ein anderes Leiberl, aber schaut nicht schlecht aus, das Leiberl. So. Der Hut gefällt mir nicht so ganz. Was mache ich denn da schon wieder? Ich wollte das einlagern. Ich will auch nicht kämpfen. Nein, will ich nicht. Ja. So. Hey, Edda. Wie kann ich dienen? Gib mir alles her, was du hast. Irgendwie spinnst du gerade rum. So. Wird mich nicht umbringen, aber ich weiß, was du meinst. Die Waffen. Boah, das keine sind Zeugs, ne? Wir halten euch auf dem Laufenden. So, das tun wir mal alles weg. So, das behalten wir. Das behalten wir. Die tun wir weg. Ich würde sagen, dabei lassen wir die auch. Der Generalshut. Den können wir auch wegtun. Da will ich gern meinen Cowboy-Hut wieder haben. Karotten und das Zeug, das lasse ich jetzt mal mit Absicht drin, weil ich möchte es ja den Minutemans vorbeibringen, damit sie wenigstens was zu essen haben, die Armschweine. So. Kleidungsstück, Hut. Irgendein Hut, ein schöner. Abgewetzt. Na, da war so ein schöner, schwarzer Dingenshut. Hosenträger und Hose. Ja. Eine gute Kombination. Stell dir mal vor, wir hätten Hosenträger ohne Hosengürtel. Boah. Falsch. Hosenträger ohne Hosengürtel, genau. Hosenträger ohne Hosen. So. Lässiges Outfit. Leichte Kleidung. Ich wollte einen Hut haben, den schwarzen, hübschen Hut. War der nicht schwarz? Es liegen keine Meldungen vor. Sauber, schmutzig, Schweiß, Dings, schwarzer Western, schwarze Weste und Hose. Verdammt, die finde ich nicht mehr an. Und im gesamten Commonwealth. Das sei wieder super gemacht. Bleibt bei uns, um keine Meldungen für die Minutemen zu verpassen. Scheiße. Ich hätte gerne einen Cowboy-Hut gehabt. Ich fürchte, auf die Schnelle werde ich ihn so nicht anfinden, oder? Kackebon. Kacke, kacke, kacke. Geflickter Dreiteiler. Mhm. Brille mit Gestell. Ja. Nö, finde ich da mal nicht mehr an. Schade. Dann würde ich sagen, nehmen wir halt von mir aus. Vielleicht gar keinen Hut nehmen, ist vielleicht nicht so schlecht. Ausnahmsweise nehmen wir
keinen Hut. Das ist weg, ne? Ja, passt. Gut, dann steigen wir wieder ein. Und meine Güte, schon wieder Überlänge, es tut mir leid. So, Wutribusch, rein da, zack, zack. Passt, und der Part für heute ist zu Ende. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder, ja, indem ich was umschießen will. Nein, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche ich einen schönen Tag, einen schönen Abend. Boah, ist das hell hier. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!